Moin, meine lieben Leute. Ich finde es schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dann fühle ich mich wenigstens hier nicht so alleine. Und ich habe immer noch eine Flieger. Überall hier irgendwo. Keine Ahnung. Macht es gerade nicht besser, dass sie an meinen Fuß gekitzelt hat. Wir haben erst mal eins. Ich krieg einen Herzinfarkt. Bitte nicht. Bitte sei hier nicht drin. I'm back here. What the fuck? I was just here. Lass mich los. Digga, lass mich los. Ohne Witz. Ich kann das gar nicht mehr abhaben. Ich kann das gerade gar nicht mehr abhaben, Alter. Aha. Was ist das? So. Gucken wir das mal an. This leads to the mines where the others took Lynn. Diese Pisse. Könnt ihr mal gucken? Chronologisch, wir sind bei hier. Oh Gott. Müssten wir jetzt dann nicht bei Wahl sein? Müssten wir jetzt... Ne, da springe ich jetzt nicht runter. Oh, hier an der Seite. Wenn hier jemand stöhnt, dann müsste ich doch den jetzt hier dann irgendwie besser einordnen können. Hm. Speichert. Können hier schon mal rüber. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Nicht runterfallen. So. Weiter, komm. What in? Sind das, das sind alles Fliegeviecher. So. I don't know how many of them got in my mouth. My skin wouldn't stop itching. They were trying to lift me up. Oh mein Gott, Alter. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Der eine, dieses eine Vieh. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Sorry, its suffering is done, not
Nein. Es waren zwei Personen. Es waren zwei Personen, habe ich gesehen. Digga. Ohne Witz. Wie kannst du da runterfliegen, ey? Und es geht dir noch gut, Alter. So behindert durch den Wald hier zu laufen. Alter, wenn der uns sieht, der fackelt uns ab, Alter, mit seinem Speer. Mit seinem Pfeil schießt er uns ab und dann gibt er uns Ei Uppercut, Mann. Auch hier nicht kriechen. Hier schon. Hier stöhnt irgendjemand. Ich hab das Gefühl, jemand ist hinter uns, ohne Witz. Dieser Pickleuch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen. Und ich zerbrach ihn, machte ihn in seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Digga. Fliege, du kriegst gleich eine Tattoo ins Gesicht, Mann. Macht mich so aggressiv, Mann. Ohne Witz. Ich bin froh, wenn ich endlich mal die Outlast-Teile hier so weit durch habe. Ich muss mal kurz gucken. Echt jetzt? Ich werde hier nie Batterien finden. Nie im Leben, Alter. Das ist so traurig. Geistern hier wie so ein Idiot. Auf der Suche nach unserer verschollenen Frau. Ich hab's nicht richtig gesehen. Aber wo ist hin? Wo ist... Hä? Oh nein. Hier ist jemand. Also ich fühle mich sehr unbehaglich, also Stalking kriegt nochmal einen anderen ja. Oh fuck. Sadness here. Some other way around. God bless. Oh nein, wir müssen durch den Wald. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Ja. Dreckige Fliege. Geh weg. Ein Zettel. Musst du nebenher auch ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Diese zwei Folgen habe ich ja jetzt schon ein bisschen länger gemacht. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und das zu Recht. Und du bist voll Scham und natürlich tut dir irgendjemand da reinreden wieder. Und du hast das Recht, du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Temple Gate ausbrach, erkannte Papa Knot in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe. Oder an anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur in Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam den Herrn und Papa Knot und besonders seinen Diakon Laird.
Gott und sein Prophet lieben dich. Glaub mir jetzt nicht, das war laiert. Als der eine, wo da alle umgebracht hat. Oh shit. Oh. Du siehst nicht gut aus, mein Kollege. Oh, hier ist er drin. Oh, hier sind ganz viele Kranke. Nein! Aua! 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 Ich wollte... Digga! Was ist denn das? Kollege, dir geht's nicht gut. Ich bin Arzt. Ich kann dir helfen, wenn ich möchte. Nämlich nie. Oh, ich renn weg, ich renn weg, ich renn einfach weg, ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg. Oh shit. Aua! Oh mein Gott, Alter. Digga, was ist denn bei euch Kranken eigentlich los? Ich heil mich erstmal. Aua! Der hat da durchgekommen! Oh shit, ich glaube, es war's mit uns. Probier's noch, mich zu heilen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin ehrlich. Ich habe nicht so Hoffnung. Komme ich auch nicht durch. Versteht ihr, was ich meine? Oh. Hey, Alter, das ist so traurig. Ich hätte mir jetzt so diese Wundheil-Sonst-was-Creme da mit meinem Bepanthen-Wundheil-Ding da hätte ich mir sparen können. Alter, wer hat mir da gerade eine gehauen? Alter, die sind mehr als krank. Hey, wie siehst du eigentlich aus? Der hat doch keine Nase mehr. Die sehen aus wie Zombies. Oh, fuck me! Oh, fuck, 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 fuck! Renn. Was?
wir nicht nachsitzen? This way, Blake. Jess! Come back! Digga. Was? Was? Was läuft hier ab? Ich hab keine Ahnung. Ich bin komplett überfordert. Digga, ich bin so überfordert, ohne Witz. Wo ist sie hin? Oh, shit. Warte mal, ich wollte das Lied nicht genau hinsehen. Pater Porcari. Ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Laudermilch. Komischer Name. Erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt und ihre Mutter, was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen, jedenfalls. Ja? Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meinte Pater Laudermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte und ich stimme zu. Wir könnten nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters zum Erlaubnisschein recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Okay. Was ist mit Jessica passiert? What the fuck? Jessica? Don't go. Hol mich immer her. Kurz für mein Mitverständnis. Ich bin jetzt mitten in einem Hitlerwälderdorf auf der Suche nach meiner Frau. Komme in meine alte gefangene Vergangenheit hin. Und mein Kopf macht. Alter, danach erstmal Top Sterne Psycho. Oh nein. Ah, praise God, Miss Prophet now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have no shame. Open your mouth, Nick. Swallow that. There you go. Alter, der sieht aus wie Gollum. He's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. You have but dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Was? Let's get on up that hill. He will come born on locust wings. Immaculate as a newborn. He will give us his gospel. Nein. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. Nein. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We've prepared everything. It's all ready for you.
What? Don't do this. Please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. We suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait. Ah! Oh, oh. It's a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! You are alive. No! No! Oh, no! No! You are alive. Ihr kleinen Bastarde. Durchhalten. Nicht bei mir. Okay. Wow. Alter, oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, aber... Das ist echt... Also Pater Martin war schon krass, ja. Er hat nicht... Das meine ich auch ernsthaft. Er hat keine anderen aufgehängt. Er hat sich selber... Wir können gar nicht da hoch. Wir brauchen erst den Verband. Ich sag dir. Nein, nein. Halt dumm, ich wusste nicht. Oh, ich habe schon wieder zu lange. Egal, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und dann geht's weiter auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.